Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtv.com. Unser Urlaub hier in Kühlungsborn ist vorbei. Wir brechen die Zelte ab. Wir haben echt mega Glück gehabt mit dem Wetter. Jeden Tag Sonnenschein und irgendwas um die 16 bis 20 Grad. Also wirklich ein ausgezeichneter und toller Urlaub. Jetzt machen wir uns auf die 4 Stunden Rückfahrt und es wäre natürlich nicht wirklich schlau, wenn ich die Gelegenheit nicht nutzen würde, noch einen Abstecher zu jemandem zu machen. Gar keinen Umweg zu fahren, sondern es liegt einfach auf dem Weg. Und ich habe vor, jetzt hier mit Familie noch einen absoluten Wachtel-Naturbrut-Profi zu besuchen und mich dort mal umzuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, jetzt ganz spontan, ohne weiterzuschauen, was du denkst, wen ich aufsuchen werde. Und wir sehen uns später. So, angekommen in der tiefsten Pampa, so wie das ausschaut. Mal gucken, ob hier überhaupt jemand zu Hause ist. Ich melde mich. So, ihr Lieben, angekommen. Und ich habe euch ja vorher gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, zu wem ich fahre. Der Naturbrut-Profi steht hier gerade neben mir. Und zwar bin ich bei Schnulli. Guten Tag. Irgendwo im platten mecklenburgischen Land. Fragt mich nicht, gruselig, es gibt eine Autobahnabfahrt. Habe ich auf der Herfahrt schon gesehen und da fiel mir ein, Mensch, da könntest du ja ranfahren. Also sind wir hier heute auf dem Plattenland bei Schnullipupper und gucken uns ihre Wachterhaltung an. Übrigens war sie auch schon mal bei mir, falls ihr euch erinnert. Es gab mal so dieses Video über die hässliche Wachtel, da hat sie, oder mein Video, meine hässlichste Wachtel, da hat sie sich ja dann massiv drüber aufgeregt und kam dann im Nachgang extra über mehrere Stunden zu mir gefahren, um diese für sie Schönheit abzuholen. Ist allerdings schon länger her, die gibt es nicht mehr, das weiß ich. Aber wir nutzen die Gelegenheit und schauen uns einfach mal bei Schnulli hier um. Wir haben übrigens hier ganz, ganz viele Beobachter. Das ist hier gerade wie beim Film. Übrigens, ich schwenke die Kamera gleich mal kurz um und da möchte ich von euch allen ein lautes Hallo Schnullis Mama hören. Da ist sie. Hallo Schnullis Mama. Hallo Schnullis Mama. Ich bin Schnullis Mama. Ja, und ich habe es voll vergessen. Ich habe natürlich ein Besuchergeschenk mitgebracht. Ist kein Gutschein vom Wachtelshop wie bei den letzten, die ich besucht habe. Aber so eine Kleinigkeit habe ich mir gedacht, kann ich dann doch mal mitnehmen. Wir waren ja in Kühlungsborn und da gibt es so ein bisschen tolle Geschäfte mit Klimbim. Und Schnulli mag ja so Klimbim. Jetzt guckt sie schon, ich habe sie in der Tasche. Und ich habe mich dort umgeschaut, habe gedacht, Mensch, irgendwas kannst du mitnehmen. Da gab es sowas wie Marzilade, irgendwie Marzipan mit Schokolade. War mir dann aber nicht sicher, ob sie das ist. Und dann habe ich eine schicke Tasse gesehen. Und weil wir ja alle wissen, dass Schnulli gut zu Vögeln ist, habe ich gedacht, die passt ganz gut. Und das geht sogar fast wie eine Hühnerwachtel. Eine Wachtel durch. Bitte schön, ja, Schnulli. Dankeschön. Ja, die ist süß. So, manch einer von euch kennt's. Vielleicht schon von Fotos oder auch von meinem Zusammenschnitt. Schnullis schöne Tierwelt. Und jetzt gehen wir hier einfach mal in das Heiligtum rein. In den Dschungel. Schaut mal da. Steht schon eine Dschungelwachtel. So, Schnulli kommt hinter uns hinterher. Auch da unten laufen sie rum. Also, wenn ihr euch immer fragt, was könnt ihr in die Voliere pflanzen, auf alle Fälle seid ihr mit, was ist das, Kiefer, Tanne? Irgendwie mit Tannenbäumen seid ihr gar nicht so verkehrt, die scheinen Tanne, gut, ne? Zu überleben. Hier haben wir Heidekraut, das steht sogar noch,
habe ich jetzt schon andere Videos gesehen. Soll winterhart sein. Wo ist die Wacht denn aber extrem zerlegen? Und dann hast du hier so verschiedenes, so Schilfgras oder so. Das ist Bambus. Oder Bambus. Okay, der funktioniert auch. Das ist großer Bambus und das ist dieser kleine Bambus, wovon ich in den Livestreams dann spreche. Ja, okay. Mit den feinen Blättern. Okay, da hinten haben wir auch den großen Bambus. Ihr seht hier die Wachteln schön am Rumlaufen, sich verstecken, sind halt Bodenbewohner. Hier haben wir auch noch eine Korkenzieherweide. Das funktioniert auch. Ist halt immer die Frage, kommen die Tiere ran oder nicht. Also am Bambus scheinen sie definitiv nicht zu fressen, weil da würden sie rankommen. Auch da haben wir einen stehen. Der sieht nicht angepickt aus. Weidenblätter, weiß ich, die würden sie zerrupfen, aber da kommen sie hier nicht ran. Warum das Heidekraut noch steht, keine Ahnung. Habe ich bei anderen schon komplett ohne Blüten und Co. gesehen. Also, Bepflanzung der Voliere. Nach oben haben wir es auch gesichert. Sehr schön urig fetzt. Das fetzt. So, und hier haben wir dann den überdachten Bereich mit Einstreu drin. Was ist das für eine Einstreu? Strohmehl. Strohmehl, okay. Das ist meine Lieblingseinstreu. Ja, schön weich. Weich, genau. Ja. Das super ist natürlich ein Thema bei geringer Besatzdichte. Hält das natürlich auch ewig. Das sieht bei mir dann ein bisschen anders aus. Das wäre jetzt hier eine Fläche, ich schätze es jetzt so auf etwa 10 Quadratmeter. Auf der Fläche habe ich 50 Tiere. Und da hält die Einstreu natürlich nicht lange. Aber es sieht schon sehr cool, sehr spektakulär aus. Das konnte man auf den Fotos von Schnullis schöner Tierwelt überhaupt nicht so erkennen und wahrnehmen. Tolle Möglichkeiten, sich zu verstecken. Ihr seht hier das Gras, vielleicht ein bisschen angezupft, aber sonst ist nichts weiter dran. Und auch wenn ihr Tanne und dergleichen nutzt als Verstecke, es macht auch was her, wenn die Nadeln braun sind. Boah, da ist aber gerade die staubt. Irgendwo ein Staubbad hier drunter? Ja, da ist Staubbad hier vorne. Okay. Asche und gesiebte Maulwurfserde. Okay, so. Selbe Thema wie bei mir. Allerdings habe ich nicht so viele Verstecke drin. Deswegen muss man jetzt hier aufpassen, wo man hintritt. Sehr schön. Hier unten ist das Staubbad dran. Hey, hier. Da. Ihr habt es gehört. Gesiebte Maulwurfserde und Asche. Hat gerade mächtig gestaubt, als die Wachtel da rauskam. So, nochmal Heidekraut. Was haben wir hier? Astern sind das. Astern, okay. Herbstastern. Ja. Sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Tolle Versteckmöglichkeiten. Aber da ist der Rapsstroh stehen. Genau. Für die Boxen zum Einstreuen, weil es mein Strohmehl nicht gab im Baum. Ah, okay. Ja, so ist das manchmal. Ich brauchte unbedingt und es gab nichts. Sage ich ja auch immer wieder, es kommt auch auf die Verfügbarkeit an. Ja. Ist aber halt sehr grob, wie ich finde. Aber ich muss jetzt zur Not herhalten. Das sieht, also deins hier sieht noch toll aus im Vergleich zu dem, was ich habe. Das ist echt grob, da sind teilweise solche Stiele dabei. Ja, ja. Aber es saugt halt gut. Ja, da ist natürlich klar, warum Schnulli wenig auf den Brüter zurückgreifen muss, sondern mehr das Thema Naturbrut hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre das ja zu nervig, hier die Eier abzusuchen. Das ist ja schlimmer wie Ostern. Ich bin eh hier drin und mach sauber. Ja. Und dann nimmt man die Eier nebenbei mit. So, damit er glaubt, dass hier auch Wachteln drin sind. So ab und an sieht man mal eine vorbeihuschen. Auch da haben wir eine. Also natürlich perfekt. Und wenn die Frage kommt,
was muss ich machen? Ich will Naturbrut, ich will, dass meine Wachteln selber brüten. Ich habe zwar dazu schon immer mal Videos gemacht und habe immer wieder den Hinweis gegeben, macht so natürlich wie möglich. Ja, und jetzt drehe ich mich hier einmal im Kreis und ihr schaut euch das an. Wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, so natürlich wie möglich, dann wisst ihr das nach diesem Video. Und dann wisst ihr, warum das hier bei Schnulli so gut klappt mit der Naturbrut. Ja, bei Schnulli gibt es nicht nur die Wachteln. Also ich werde hier, muss hier mal gucken wegen dem Verstecken. Bei Schnulli gibt es nicht nur die Wachteln, sondern auch Hühner. Was war das? Zwergpaduaner? Genau. Die zeige ich euch gleich noch. Mein Töchterchen ist ganz verrückt danach, nach den Hühnchen. Fängt schon an, die aus der Hand zu füttern. Und will hier auch unbedingt wieder in den Wachtelstall. Ich glaube, die findet das auch ganz toll. Super. Wirklich sehr, sehr schön. Also, wenn es darum geht, dass ihr wissen wollt, was kann ich pflanzen in der Voliere, fragt Schnulli. Wenn ihr wissen wollt, wie Naturbrut geht, schaut euch das Video hier an. Holt euch Ideen für Einrichtungen und Verstecke und fragt Schnulli dazu, wie das funktioniert. Ich hoffe ja, sie wird uns weiterhin in den Livestreams zur Verfügung stehen. Selbstverständlich. Mmh, lecker Banane. Ja, komm. Ah, wegen deiner Reis. Komm. Ja, 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 ja. Eins hört sich schon gruselig an, ja? Gruselig? Ja. Das Geräusch kenne ich aus irgendeinem Horrorfilm. Mmh, Leckerchen. Da, der da, das da. Ne, der Hahn macht das so komisch. Der lässt so knarzen. Mmh, lecker Ossi. Was? Mandarine? So, da sehen wir Schnullis bunte Hühnerschar. Und guckt. Ganz mutig. Lässt sich aus der Hand fressen. Und die Hühnchen auch ganz zutraulich. Also keine Suppentopfhühner, habe ich vorhin schon in Erfahrung bringen dürfen. Nur die Hähne. Nur die Hähnchen. Da, dieses rote etwas ist ein Hähnchen. So, damit er mal noch einen kleinen Überblick kriegt, wo die Hühnchen sich hier bewegen. Die dürfen sich hier natürlich richtig austoben. Da wurden schöne Dinge gebaut. Und zu Schnurri-Pupper gehört dann auch der Hasenpups. Das ist der. Hallo. Der hier die tollen Sachen baut. Und ich glaube, der manchmal auch als der Profi im Livestream mit dabei ist. Das stimmt. Und dann so das eine oder andere mit im Auge behält. Aber schaut es euch mal an. Ich sage, Schnulli mag so Deko und Klimbim und so. Ja? Das habe ich alles selber gemacht. Alles selber gemacht, ich weiß. Ich habe gerade eben schon Fotos gesehen, dass du an dem Stall auch Hand angelegt hast. So, aber guckt mal. Ha? Tolles Paradies hier. Und die Hühnchen rennen da rum. So. Noch ein fetziger Stall, extra für die Hühner gebaut. Von Hand.
So, und auch da mit Liebe zum Detail. Alles schick gemacht. Wenn man dann als Schnullipuppe einen Hasenpups an der Seite hat, dann kommen da auch so eine tollen Sachen bei rum. Und ich glaube, hier fühlt sich jedes Hühnchen wohl drin. Sollte so sein, ne? Und das sind dann auch so die Fleckchen, an denen Schnulli am Abend ausspannt und die Seele baumeln lässt, weil Hühnchen beobachten soll ja beruhigen. So, ihr Lieben, das war's. Schnullis schöne Tierwelt mal in echt erlebt. Hier seht ihr. Ja. Geh nicht so dicht mit dem Gesicht ran. Achso, du ja. Da, Schnullis Lieblingshuhn. Also von der Frisur her passt das fast. Die Farbe nicht, aber Junge, Junge. Ja, also, das war's hier vom Hof Schnulli. Jetzt habe ich gleich einen schwarzen Vogel auf der Schulter sitzen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise unters Video. Natürlich das dicke Lob für Schnulli, ihre tolle Wachterhaltung auch unters Video. Ich glaube, es funktioniert jetzt sogar. Ihr könnt Schnulli direkt drunter verlinken, dann kriegt die es auch mit. Und ja, ich werde sie dazu verdonnern, dass sie eure Kommentare etwas mitkommentiert und beantwortet. Und wir sehen uns im nächsten Livestream. Bis zum nächsten Mal.